Ein recht herzliches Willkommen zurück. Wir haben beim letzten Mal ja schön hier reingeguckt ins Gefängnis, haben echt mal richtig coole Waffen gefunden. Halt, eigentlich müsste ich eben den Schlafsack noch im Aufheben. Ne? Mädel, bleib weg, ich will nur meinen Schlafsack haben. Gut. So, dann wollen wir gen Süden. Wir waren ja immer noch am Überlegen, ob wir uns das Gefängnis eventuell umbauen zu einer anderen Base. Also so hundertprozentig von überzeugt bin ich noch nicht. Weil, wie gesagt, die Arbeit, die da reingesteckt werden muss, nicht gerade wenig ist. Und dann kommt dazu, es ist halt wirklich arg groß zu verteidigen, ne? Da macht es vielleicht mehr Sinn, tatsächlich hier unseren Turm da zu nehmen, wo wir bereits angefangen haben zu bauen. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir irgendwie ein kleines Lager. Was ist hier los? Hier ist die Bärenfarm, oder was? Gleich mal oh, da ist schon wieder ein Zombie. Ja, hier wimmelt das ja nur so von Zombies und Bärchen. So, da muss es auch nicht unbedingt sein. Und hier regnet es. Hier ist es schneidet, hier ist es eklig, hier ist es kalt. Hier wollen wir weg. Da haben wir mal das Lämpchen hier an. Ob es viel bringt, weiß ich nicht, aber... Sicherheit geht vor, ne? Safety first. Nicht, dass gleich von vorne noch ein Auto kommt oder so und dann sind wir platt. Ui, hier schneit's ja richtig doll. Boah, Ruhe hier. Geht woanders hin. Da ist ja so eine komische Katze. Wieso sind hier überall so viele feine Zombie-Viecher, ey? So, lass mich doch mal in Ruhe hier mal ein bisschen auf die Karte gucken. Hm. Hier ist ja überall nur Schnee. Gibt es ja mal ein bisschen was Schöneres außer Schnee. Nicht so laut. So, das war so einer. Ich wollte gerade sagen, wir hätten da so rumgeschrien. Das wäre ein Geräusch, ey. Kann man ja Angst und Bange bei werden. So, warum parken hier so viele Autos? Was hier? Ah, hier scheint ein nächstes Städtchen oder sowas zu kommen, wa? Oh, Tag. Oh, pass auf, Kanickel. Nicht, dass ich dich hier platt fahre. Ih, hier ist verbranntes Biom. Hier gehe ich sowieso nicht hin. Und hier sind Bären. Hier ist ja noch schlimmer. Guck mal, dieses Biom, das ist doch so richtig eklig, oder? Hier will doch keiner freiwillig bleiben. Ich meine, hier ist es stockendüster. So, hier wird schon wieder besser. Hier kommt wieder Schnee. Hier sind wir allerdings auch gleich wieder kalt, ne? Also so das Ganze, das Wahre ist es hier auch nicht.
Von hier sind wir aber nicht gekommen oder so, ne? Ne. Aber wie gesagt, da haben wir irgendwie so eine kleine Stadt. Ja, ist das klein? Ich glaube, so ganz klein ist sie gar nicht, ne? Moin, Kätzchen. Wie gesagt, also ich will nicht irgendwie aus der Wüste raus und dann hier in Schnee. Das hier, ne, das meine ich. So, hier gibt es eine kleine Parallelstraße. Wow! Da war gleich ein bisschen mehr. Ich habe hier auf einmal dieses Katzenvieh gesehen. Ich wollte hier erst nach links ausweichen, weil da war ja auch eine Katze. Dann wollte ich ein Stück nach rechts, aber war so ein komischer Krabbler. Da geht's runter, eine Mine oder so. Hier kommt, glaube ich, wieder Wüste, oder? Ja, sieht, glaube ich, dann noch aus. Ups. Hier zurück zur Hauptstraße. Hier ist Wüste. Ist auch nicht so viel toller. Jetzt sag aber nicht, die Wüste ist, ne, keine, oder? Dass die Wüste so riesig ist. Mann, hier sind ja immer ein paar Gebäude, also ein richtiges Städtchen. Guck mal hier, man, hier sind wir hier kleinen Happen mal essen, mein Junge. So, trink noch einen Schluck hinterher. So. Jetzt können wir weiterfahren. Was sind da hinten für hohe Gebäude? Machen wir mal einen kleinen Abstecher hin, wa? Hier ist auch so ein Militärcamp. Ja, da. Guten Tag, Lady. Brennt zwar noch Licht. Die ist ja schnell. Ja, so richtig hier, ne? Der absolute Knaller. Hier ist gleich wieder ein Gefängnis. Hier ist Joey's. Da kommt schlecht mit dem Auto hin, würde ich aber sagen, ne, Joey? So wäre es nix hier. Hm.
Ja, war irgendwie auch kein Händler zu sehen, oder? Ja, zumindest bis jetzt noch nicht. Ich meine, kann ja noch kommen, aber... Zakaris Laundromat. Also was? Okay, Mails. Tja, nichts. Bobs Café sehe ich da wohl. Und Berserk's Grill, der ist ja auch überall. Dann gibt's nochmal ein Bobs Café. Ist aber auch nichts irgendwie so richtig, ne? Das wäre doch irgendwie, wäre es doch genial, irgendwie mal so ein schönes, halbwegs gutes, nützliches Gebäude zu finden und direkt daneben Händler. Ich meine, von mir aus ja auch nicht direkt daneben, aber so zumindest in greifbarer Nähe. Oder ich links gemusst. Komm mal her. Oh, Junge, Junge, ich meine, immerhin ist diese Stadt hier ja ein bisschen größer, ne? Hier scheint es ja ein bisschen mehr zu geben, aber immer noch kein Händler. Nö. Nix. Nix dergleichen. Gucken wir mal hier ein bisschen rausfahren wieder. Links geht schon wieder Wüste los. Hier rechts ist nochmal irgendein Häuschen. Ist aber auch kein Händler. Ja, wir fahren mal hier lang, sonst kommen wir all weiter Richtung Süden. Irgendwie bringt uns das auch nichts, wenn wir da sowieso nichts mehr finden hier irgendwie. Da hinten links gibt es nochmal wieder ein paar Gebäude. Hier links ist wieder irgendeine Mine oder so, wo du reingehen kannst. Jo. Ja, auch nichts weiter, ne?
Ja, mal gucken, vielleicht können wir gleich ja wenigstens irgendwie wieder nach oben, also nach Norden fahren. Von hier aus. Irgendwo waren hier hinten auch noch ein Städtchen oder so. Irgendwas da vorne doch, habe ich da auch mal gesehen, ja, ein Gebäude, oder ne? Ja, scheint aber wohl doch ein kleines Stückchen zu sein. Wow! Ne, da kommt auch schon wieder Eis. Doch, da ist nochmal irgendein Gebäude. Das ist safe, was ich sagen. Irgendwo hatte ich da auch ein Gebäude gesehen. Ein Sheriff gibt's hier. Siehst du, den können wir mal fragen. Junge, was habt ihr wieder gemacht? Friedhof höher gelegt oder was? Tja, ich weiß es nicht, du, also irgendwie, es scheint hier keinen Händler zu geben. Na gut, komm, fahren wir die Straße hier einmal zu Ende. Dann fahren wir Richtung Norden. Dann gehen wir langsam wieder zurück zur Base. Ja, ich weiß, Norden ist die andere Richtung. Aber hier sind natürlich jetzt noch gerade einige Gebäude. Da will ich hier nur einmal gucken. Nicht, dass wir nachher hier irgendwas übersehen. Und hier dann auf einmal ein Händler ist, ne? Das wäre natürlich auch ärgerlich dann, wenn du kurz vorher umgedreht bist und beim nächsten Mal fährst du lang und dann, ja super, da wäre gewesen. Du bist hungrig? Ja. Wir essen gleich. Einen Moment noch. Junge, wir fahren jetzt von hier noch eben. Zack, und dann fahren wir gleich wirklich gen Norden. Hier scheint nämlich nichts mehr zu sein. Das war hier schon mal vorgesehen. Hier sollte, glaube ich, nochmal eine Stadt entstehen oder so, ne? So sieht das aus hier. Meine Straßen hier. Da ist es wohl nicht mehr ganz zugekommen, bevor die Zombie-Epidemie kam. Tja, schade. Denn da hinten gibt es auch noch ein bisschen was an Häusern. Da machen wir doch noch einen ganz kleinen Schlenker. Fahren dann nach Norden, aber ich glaube, hier ist nichts. So, ich muss eben einmal, sonst geht es gleich nicht der Treibstoff aus, dann kommen wir nicht mehr zurück.
Da hinten sind auch noch ein, zwei Gebäude. Was sind alles so hohe Gebäude? Also, da ist, glaube ich, ein Händler technisch noch bei. So, komm her, dann können wir mal den 9mm mal testen. So. Siehst du, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Treibstoff. Nee, auch nicht. Na gut. So, dann geht's gen Norden. Ist auch langsam weit genug hier. Müssten so langsam mal wieder nach Hause kommen. Hier gibt es immer ein paar Farmen. Ist auch mal was anderes hier. Guckt euch das mal an hier. Reichlich Mais haben sie hier gepflanzt. Och, niedlich. Und ein kleines Wildschweinchen haben sie auch noch. Boah, Wildschweinchen, Schweinchen halt, ne? Ja, ist schon ein großes hier, Gebiet hier, ne? Aber wenn ihr kein Händler ist, dann bringt uns das irgendwie auch nichts weiter. Ne, irgendwie nicht, auf jeden Fall. Na gut, komm. Dann geht's jetzt hier lang, dann fahren wir hier ein Stück weiter und dann machen wir gleich den Kurs wieder Richtung Norden. Fahren wieder hoch. Face the beers, drink for free. Na gut, komm, hier gibt es doch eine Straße. Ja, weil da läuft so eine richtig gute Straße hier. Dann nehmen wir mal hier ein bisschen die Abkürzung. Ach nee, wir können auch da, wir können auch hier lang, dann können wir die Hauptstraße da wieder nehmen, oder? Ja, komm her, wir fahren mal hier Querfeld ein. Dann nehmen wir die Hauptstraße wieder hoch und dann fahren wir ein bisschen weiter nach Norden. Hier sind ja auch schon Straßen. Komm her, dann können wir auch die Straßen nehmen. Waren wir auf dieser Straße schon? Ja, hier waren wir auf jeden Fall. Ist wirklich schade, ne? Ich hatte echt irgendwie so gehofft, jetzt sind wir hier so lange rumgekurvt, dass wir da wirklich irgendwie mal jetzt wenigstens ein Händler oder sowas finden. Aber wirklich hier dieses ganze Rumgekurve und nicht einen einzigen Händler, das ist schon ein wenig erschreckend, sage ich mal. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich meine, auch wenn dieser Ausflug jetzt nichts gebracht hat, immerhin kennen wir jetzt hier die Karte ein wenig
Und wir dürfen ja nicht vergessen, ey, komm, wir haben eine Pistole gefunden, eine Schrotze gefunden. Also so viel besser hätte es dann insgesamt doch auch nicht laufen können, ne? Guten Tag, Lady. So, hier führt wieder ein Weg gen Norden. Also nur eine kleine Straße, oder? Hier hinten scheint es aber auch gen Norden zu gehen. Na komm, dann folgen wir der Hauptstraße erstmal. Hier haben wir nochmal ein Auto, ein schönes. Das können wir einmal auseinandernehmen. Dann kriegen wir, wenigstens noch ein paar Sachen. Also kriegen wir auch auf jeden Fall noch wieder ein bisschen Treibstoff. Waren da gerade Reifen drin, ne? Das ist doch geil, oder? Da suchst du immer nach irgendwelchen Rädern. Und dann guckst du in so einen ollen hier Auto rein. Und dann hast du einen Reifen direkt drin, ne? Gut, so. Nehmen wir den noch mehr auseinander. Da hinten kommen wir allerdings auch schon wieder in die Stadt, ne? Wäre so westliche Richtung. Ja. So, komm, wir mal auseinander hier. Ja. Nun denn, ihr Lieben. Die Straße führt Richtung Nordwesten. Das ist auch mehr oder weniger wieder unsere Heimat. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder heimwärts. Und dann, ja, gucken. Vielleicht finden wir unterwegs noch einen Händler. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich würde sagen, bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.